Otterkring. 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 Wir befinden uns hier auf der neuen Flaniermeier in Otterkring, auf der Otterkringer Straße. Mein Lieblingsplatz. Es ist absolut super, weil man von unten die Verbindung hat vom Gürtel mit dem Weggehzentrum rauf zum Socho-Otterkring mit dem Brunnenviertel. Danach geht unsere Flaniermeier rauf bis zu unserem Leitbetrieb der Firma Otterkringer. Mein Lieblingsplatz ist der ganze Platz vor der Brauerei, weil da sieht man die ganze Brauerei mit dem Wahrzeichen von Otterkring, dem Darreturm. Der Otterkringer Platz, so heißt ja dieser Platz hier, ist einfach ein wunderschöner Platz. Man kann hier feiern, man kann hier einfach Bier genießen, im Sommer, aber auch im Winter, wenn das Brauwerk da am Abend geöffnet ist. Ich mag, dass es hier so bunt ist, dass hier so viele unterschiedliche Leute unterschiedlicher Herkunft sind und ja, und man ist gut angebunden an alles und die Stadtbahnbögen gefallen mir auch. Wir sind hier auf der Jubiläumswarte, der höchste Punkt des Bezirkes, und ich bin deswegen so gerne hier, weil es ein wunderbarer Blick auf die Stadt ist und auf den Bezirk. Wir sind in der Geldmanns Gaststube im 16. Bezirk und es ist mein Lieblingsplatz, weil es sowohl Platz meiner Arbeit ist, als auch Platz meiner Freizeit und des Genusses. Duftend. Bier. Lebendig. Originell. Künstlerisch. Multikulturell. Und nette Menschen. Ja, wir sind hier am Brunnenmarkt, am Üppenplatz. Den haben wir vor einigen Jahren neu gestaltet und es hat sehr gut funktioniert. Und das ist mein Lieblingsplatz in Otterkring, weil wenn man hier ist, hat man immer das Gefühl, am Brunnenmarkt ist man ein bisschen wie auf Urlaub. Man sitzt auf der Piazza, man trifft Freunde, ohne dass man sich was ausmacht, kann am Abend ein nettes Glas Wein trinken. Wir sind hier in der Grundsteingasse und Lieblingsplatz ist es deswegen, weil es einfach voll mit Künstlern und Galerien ist. Es ist auch mein Arbeitsplatz sozusagen und es ist einfach irrsinnig pulsierend, irrsinnig, es tut sich irrsinnig viel, es ist einfach lebendig. Otterkring. 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 Wir sind beim Kent-Restaurant. Das hier ist sehr schön, das ist eine türkische Kulturmultur, türkische Küche hier, wird alles frisch gekocht. Unsere Gäste ist 80% Österreicher. Was den Brunnenmarkt sicherlich ausmacht, ist seine Vielfalt, die vielen verschiedenen Kulturen, viele verschiedene Stände, auch mit viel verschiedener Ware. Mein Geschäft hier am Brunnenmarkt finde ich deshalb so toll, weil die Gesamtheit, also die Buntheit, die auch draußen ist am Markt und in Otterkring stattfindet, auch hier in meinem Geschäft, nicht nur über die Produkte, sondern die Vielfalt meiner Kunden. Wir sind hier in St. Leithen, dem größten Gemeindebau Wiens. Und vor der Bücherei in St. Leithen. Es ist ein Ort, wo ich als Kind selbst schon mir die Bücher entliehen habe. Es ist ein Ort, wo ich jetzt mit meiner Tochter immer wieder hingehe. Otterkring. Vielfältig. Otterkring. Farbenfroh. Otterkring. Lächelnd.
Ich sitze hier in der ehemaligen Milchtrinkhalle im Kongresspark. Ich bin hier sehr gerne, vor allem weil ich zwischen St. Leitenhof und Brunnenviertel pendle, mit dem Rad fahre und hier manchmal 5-10 Minuten Verschnaufpause mache. Und das genieße ich sehr, also es ist wie ein kleiner Urlaub. Ottakring entwickelt sich. Ottakring ist ein Bezirk, der sehr in der Nähe der Stadt, also der inneren Stadt ist. Es ist sehr bunt und vielfältig, nicht leise und ruhig und konservativ. Und als Bewohnerin von Ottakring fühle ich mich sehr wohl. Thank you.